Guten Morgen, Deutschland. Schön, Leute. Gestern war eine Wahl in Nordrhein-Westfalen. Und wer hat wieder einmal die Wahl gewonnen? Genau, die Nichtwähler. Die Nichtwähler haben die Wahl gewonnen. Die Nichtwähler entscheiden jetzt darüber, wie es in den nächsten 4 Jahren in Nordrhein-Westfalen aussehen wird. Ist das nicht toll? Ja, ist das super, oder? Die in Köln, ne, die freuen sich übrigens nicht. Ne? Ist doch klar, die freuen sich gar nicht. Ne? Weil die in Köln haben ja die Grünen gewählt. Ne? Die möchten ja, dass die Stadt schöner aussieht, dass die Stadt nicht mehr so stinkt, dass die Autos nicht mehr so durch die Stadt fahren und dass das alles bunt und nett und toll ist. Ist doch logisch, ja? Und die brauchen ja auch keine Windkrafträder in Köln. Ne? Stellt euch mal vor, am Kölner Dom wird ein Windkraftpark gebaut. Ja? Da wird kein Kölner mehr die Grünen wählen, ist doch klar. Deswegen wählt man ja in Köln die Grünen. Ne? Ist doch logisch, weil die Windkrafträder, die kommen dann in den Hochsauerlandkreis, da wo die CDU gewonnen hat. Ne? Dicke Arschkarte, ne? Genau, ja. Das ist ja der Grund, warum die Grünen so viele toll finden. Ne? Man kann seine Träume ausleben und die anderen müssen dann ausbaden. Ne? Ist doch logisch. Also, Moment, das entscheiden ja die Nichtwähler gar nicht. Ne? Genau. Was entscheiden die Nichtwähler eigentlich? Welche Entscheidungen getroffen werden? Weil letztlich geht es ja hier um Entscheidungen und wer sie trifft. Also, stellen wir uns jetzt einfach mal die Frage in Nordrhein-Westfalen die nächsten 4 Jahre. Wer trifft die Entscheidungen? Welche Entscheidungen? Ist ja vollkommen egal, ne? Weil der Nichtwähler fällt ja die Entscheidungen. Ach, liebe Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich wünsche euch alles Gute in Nordrhein-Westfalen mit euren Entscheidungen. Und super Wahl, super geil. Super Wahlbetrug übrigens, super manipuliert, dass die Grünen überhaupt nicht mehr in den die Linken sind ja gar nicht mehr in den Landtag reingekommen. Das Geschrei ist da momentan also riesengroß. Im Netz ist eine Welle, ja. Die Linken reden sich gerade tierisch auf darüber, was da betrogen wurde, manipuliert wurde. Also es ist total irre, ne? Zwinker-Smiley. Aber hey, Leute, ja, es läuft. Es läuft. Im besten Deutschland aller Zeiten. Und wir schauen jetzt einfach mal weiter, wer die mediale Präsenz hat und wer nett in die Kamera lächelt. Weil dem gibt der Wähler ja die Stimme. Und der Nichtwähler, ja, was macht der? Genau, der trifft die Entscheidung für unser Land. Toll, super, weitermachen. Ich bin begeistert. Ich mache mir jetzt einen Kaffee und ich treffe jetzt auch ein paar Entscheidungen, denn ich fahre heute nach Delitzsch und werde da jemanden unterstützen heute Nachmittag, nämlich einen unabhängigen Direktkandidaten, den guten Hagen Grell. Und ja, weil ich habe keinen Bock auf die Entscheidungen der Nichtwähler. Es tut mir leid, ja. Ich habe aber auch keinen Bock auf die Entscheidungen der Wähler der Grünen. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag.